Okay. Are you listening? Damn. Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und heute präsentiere ich euch einen weiteren Wall-Glitch in GTA Online. Und zwar könnt ihr mit diesem Wall-Glitch euch unverwundbar machen und eine fette Bullenschlacht machen. Fahrt zuerst einmal zu diesem Punkt auf der Karte, den ich euch hier gerade markiere. Er befindet sich eher im Norden von Vinewood Hills. Jetzt packt ihr das Auto von euch hier an dieser Garage, an dem Punkt, wo ich es bereits in dem Video auch getan habe. Steigt auf das Dach von eurem Auto, geht an die Wand und steigt mit Viereck hier an dieser Stelle in die Wand rein. Und ihr seht jetzt hier schon, hier ist alles verbuggt und ihr habt euch in die Wand geglitscht und versucht jetzt von dort aus hier in diesen offenen Raum reinzuspringen. Wenn das nicht sofort gelingt, lauft ein bisschen hier rum und versucht es erneut hier reinzuspringen. Wie ihr seht, habe ich auch 2-3 Versuche gebraucht, bis ich dann endlich hier im Inneren dieser Garage gelandet bin. Aber das schafft ihr schon. Und jetzt seid ihr im Inneren dieser Garage unverwundbar für jeden, der euch von draußen versucht abzuschießen. Sowohl für die Polizei oder auch für andere Spieler. Jetzt könnt ihr mal so richtig auf die Kacke hauen und eine richtig krasse Bullenschlacht machen, wenn ihr denn Lust darauf habt. Oder ihr könnt eure Freunde ein bisschen trollen und die sie dort von drinnen nach draußen abschießen. Und die versuchen euch dann zu killen und schaffen es einfach nicht. Und ihr könnt sie immer und immer wieder töten. Und wenn ihr dann keinen Bock mehr habt und die Bullenschlacht beenden wollt oder einfach nicht mehr auf eure Freunde rumschießen wollt und ihr diese Garage verlassen wollt, dann lehnt euch erstmal hier an die Ecke und macht das wie ich. Ich rufe jetzt erstmal Lester an und lasse mir mein Fahndungslevel entfernen. Sobald dies dann passiert ist und Lester euch die Sterne vom Hals geschafft hat, begebt euch hier zu dieser Wand und lauft einfach durch die Wand oder springt durch die Wand und ihr seht, ihr fallt unter die Map. Aber ihr müsst keine Angst haben, dass ihr sterbt oder so. Ihr landet gleich einfach wieder draußen auf der Straße und alles ist wieder wie vorher. Ihr seht's hier. So, meine lieben Freunde, ich würde mich über den Daumen nach oben freuen, wenn ich dir mit diesem Glitch was Neues zeigen konnte. Fragen in die Kommentare, ich helfe euch gerne weiter. Zumindest versuche ich es. Und dann würde ich dich noch bitten, vielleicht ein Abo dazulassen, dann verpasst du kein Video mehr zu GTA Online und auch nichts mehr zu meinen anderen Videos zu FIFA 15 oder WWE 2K15. So, meine lieben Freunde, macht's gut, haut da rein und ciao!